Morgen zusammen und willkommen zu Payday Nummer 2 mit Bernie und Copa Aerius. Hallo. Copa Eri. Genau. Ja, ihr könnt ja ein bisschen sehen, liebe Zuschauer, also Daniel, ich habe, sagen wir mal, fleißig auf Screen gezockt und so, ein bisschen mal EP gesammelt, jetzt gerade so. Payday 1 war andersrum, Payday 1 war Benny über uns weit, jetzt haben wir ein bisschen mal außerhalb gespielt. So, mal gucken. Aber Payday 2 macht uns im Gegensatz zu Payday 1 sehr viel Spaß. Ja, liegt einfach daran, weil du viel mehr machen kannst in Skills und alles, ist schon geiler. Aber und Stealth und so. Richtig. Aber nur so, wer erkennt, was diese Maske angelehnt ist, der kriegt ein Like. Ja. Gut, genau, wir haben jetzt hier den... Ja, interessantesten heißt ever, Fragezeichen. Richtig, der Golden Simulator heißt, ja. Golden Simulator? Ja. Nachdem wir beim letzten Mal die Hardcore-Henry-Reihe abgeschlossen haben, kommen wir jetzt zum verdammten Goat Simulator. Wieder eine sehr, sagen wir mal, merkwürdige Kombination mit Payday. Aber hey, zu der Mission kann ich sagen, ich weiß, das ist mit eines der, wo viele gesagt haben, was soll der Scheiß, warum gibt es dazu eine Kooperation? Und das andere, was ich von gehört habe, ist auch mitunter die unbeliebteste Mission im ganzen Spiel von vielen. Von dem her, gucken wir mal. Wieso? Ne? Weil so schwer oder was? Oder so? Wirst du sehen gleich. Ich weiß ein bisschen, worum es geht. This Honduran cartel has a truck moving its product through downtown. Vlad has arranged to have it hit. We're on cleanup. We go in afterwards. Make sure the product gets out. Boots on the ground, you know? Okay. Dann wechsel ich auch mal. Da geht mal zu laut. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein lauter Heist. Keine Chance zu stealthen. So, probieren wir mal meine normale lauten Bild. Wenn nicht, dann muss ich ja mein Tankbild rausholen. Ja, starten wir mal rein. Okay, time for honesty. The coke is packed in goats. Yes, goats. And they've escaped. Tricky goats, huh? Find them! Wie gesagt, die bescheuertste Prämisse des kompletten Spiels. What the fuck, man? Der das ins Game, den Goat, so. Ah, hier ist der Goat-Lamm. Oh, guck mal, Kirschblüten! Guten Kirschblüten. Alter, ich bin mir Kirschblüten. So, sammelt die Ziegen ein. Ja, da ist eine Ziege. Kann ich die runterschießen? Ich guck mal. Ihr seht schon. Goats. Hallo. Wie soll ich das denn bekommen? Wir müssen das runtersägen. So. Na, Leute, die hängt da oben. What the fuck? Ja, deswegen. Und die müssen wir halt runtersägen. Aber wo müsst ihr denn die Ziege hintragen? Leute, die trägt schon eine Ziege. Sieht sehr interessant aus. Wohin mit mir? Moment, nirgendwo hin. Ich kann den Ding nicht verbessern, den Ziegel. Ja, ist aber auch kein Bohrer. Meh. Irgendwas da mit dem Auto, aber ich kann den nicht. Ja, du kannst den Kofferraum aufmachen dann. Ah, Kofferraum. Ja, das macht Sinn. Und? Es liegt drin, weil das aussieht, Alter. Aber sag mal so, jetzt merkst du vielleicht schon, warum die so unbeliebt ist. Das ist halt so eine extrem große, offene Stadt mit kaum Cover. Und das ist. Ja, und Autofahren. Ja. Deswegen hassen viele diese Mission abgrundtief. Ah, ich habe eine Ziel gefunden. So, da kommt die Ziegel runter. Und. Hui! Platt. Komm mal her, ich will sehen. Hallo, wo bist du? Wo muss die Ziege hin? Ins Kofferraum. Oh, mir! What the fuck? Ja. Der Kofferraum ist voll. Nee, mach wieder auf. So, Benny. So, Kofferraum ist gar nicht voll. Noch Ziegen? Ja, noch viele Ziegen.
oben ist eine Tür in einem Haus hier. Wie sollen wir denn da hinkommen? Die Mucke, Alter. Dubstep of the Moon. Oh Gott, muss ich hier wirklich durch Feuer laufen? Oh Gott. Aua. Ah, hier Wasser. So, Sprinkleranlage, los geht's, come on. Wenn ich länger spiele, danke. Benny. Schafft die Ziegen zum Transporter. Na, kann ich ja mal machen. 0 von 10? Na, 10. 5 ist. So, dann fahren wir da mal hin. Oh Gott, Autofahren, dieses Spiel, Alter. Bis jetzt bin ich immer gefahren. Aha, überfahren. Aha, Lutscher. Oh Gott, Alter. Deckung. Ja, komm. Alter, gib mir doch Deckung, Alter. Danke. Na dann, wir müssen uns hier durch ein brennendes Haus kämpfen hier. Alter, ich wollte nur um an eine Ziege ranzukommen. Oh Gott. Ja, gut, ne? Alter, Vlad ist der Beste, ey. Ja, Vlad ist einer, ist mit Abstand der lustigste Charakter der Serie. Das ist halt immer so. Da hab ich Spaß, ihm zuzuhören. Hey, ich mal interessieren. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist sogar ganz schlecht. Oh oh. Oh oh. Das ist so offen, das ist so zum Kotzen, Mann. Wir müssen hier weiter nach oben, ne? Nicht hier. Ich komm gleich wieder zurück, ich hab die letzte Ziege gleich abgeliefert. Ja. Zurückfahren. Nein, ich bin im Beifahrersitz eingestiegen. Scheiße. Wow. Rückwärtsgang. Es sieht so geil aus, Leute zu überfahren. Hui! Ragdoll! Schön, dass zwei Shields die Ziege beschützen. So. Müssen wir das Haus schon raus? Ne, wir bringen die Ziege mit einer Seilrutsche weg. Oder ich bringe die Ziege mit einer Seilrutsche weg. Ich lieg am Boden. Wo bist du? Wo ich mich raus aus dem Haus? Du bist schon geil, wie Berlin schon wieder komplett verwirrt ist, ey. Ja, du bist dann auf einmal den gleichen Weg zurück. Das darf doch nicht so schwer sein. Du musst einfach nur weiter nach oben, Berlin. Und irgendwann kommst du da zur Seilrutsche, Mensch. Ich bin draußen. Wo ist das Auto da? Steht vor der Tür. Ja, okay. Da bin ich schon. Da steht der Longfellow oder wie dieses Fahrzeug heißt. Wo kann ich mich hier ausruhen? Ach, Bernie. Alter, Alter. Okay, ich weiß nicht. Ich bin so down, Mann. Ich hab kein Hell. Oh Gottes Willen! Ja, ich hab auch keine Bohne gehört. I need the medic back! Ja, ich wurde halt auch die ganze Zeit, ich bin dann die ganze Zeit alleine aus, das ist auch nicht so optimal. Ja, deswegen, halt, man sollte sich wirklich dann nicht alleine bewegen. Ja, irgendwann kann ich mir selber aufhelfen. Wenn es kein anderer macht, muss er halt selber machen. Ja, wenn dann keiner deine, wenn du 10.000 Meter entfernt bist, kann dir auch keiner helfen. So, wir haben die Hälfte, wo sind fucking Ziegen? Ich hab schon eine. Die sind, die stehen halt überall rum, Benny. Die sind nicht in Parks oder so. Wo bist du denn? Hey, ich komm mal zu dir. Hast du mein Health-Kit? Ja, natürlich hab ich eins.
Danke. So, steig ein. Ah, ich muss auf die andere Seite einsteigen. So. Es landen nur zwei Sitzer. Glaubst du, wir fahren? So. Okay, da müssen wir raus. Ja. Ich bleib schon raus. Öffnen. Rumfeld hacken. Aua. Geht ja was nicht. Lol, die. Komm mal zu mir, Koffer, lol. Jeez. What the fuck? Oh Gott. Hui! Oh, ich wollte natürlich. Ich hab Stromschlag gekriegt. Ah! Ironic. Ah, es hört nicht auf! Daniel, es hört Daniel, nicht auf! Gehst du das Bane wieder nicht zu, Daniel? Was hat Bane gesagt? Das ist elektrisiert. Wir müssen diese Stromkästen gehen, das ausmachen, dann kannst du erst die Ziege sichern. Ah. Ja, da hält nicht Bane zu, Gottverdammt, was du sagst, ist echt integral. Der sagt nicht Bullshit oder so. So, ich fahr mal die zwei Ziegen. Warte auf mich! Ich will mitkommen da! Ah, ich wurde schon wieder getasert! Ah. Hey Daniel, da ist die Kümmer, die ist die Ziege. Oh Gott, die fliegt echt weit. Hey Digga, wo ist denn bitte? Ich weiß gar nicht, wo der Taser war, aber... Ah. Und dann da drückst du zu. Na, da wohl? Okay. Aber ja. Vielleicht da waren wir schon. Gucken wir da lang vielleicht? So, hier waren wir. Ist eigentlich. Und der ist Auto gelangt, kaputt. In die Richtung haben wir glaube ich nicht. Ne? Ne. Vielleicht ist hier irgendwas? Da liegt keine Goto. Da liegt kein Daniel Bryan. Aua. 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 Ne, jetzt ist schon wieder hier. Ah. Wie schon wieder hier? Ja, dann ist hier der Laden wieder. Also es ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Na gut, dann steig an. Können wir die Dose auffahren? Ja. Fahren wir mal rum, wenn wir Benny ab, ey. Ja. Damit er dann hier jetzt alleine rumdümpelt. Das ist halt Bernie, immer der Wunder, schon Bernie. Irgendwie. Mhm. Steig ein. Los geht's. Road Trip. Okay, wieder durch. Na, ja, okay. Also die Fahrerwand. Das ist Auto kaputt, hier haben wir ein Problem. Ja. Hier vielleicht irgendwo. Dann müssen wir anfangen. Ist hier noch irgendwas? Ne, ist auch Road. Ja, nein, auch. Da hinten ist irgendwas anderes markiert. Hier waren wir aber schon. Na, ja, hier ist auch Ende. Ende im Gelände. Na, ist doch nicht so. Ja, warte mal, das war. Vielleicht hier irgendwie an der Seite des Gebäudes so eine Ziege. Ich glaube, wir sind halt hinten in dem Ecke noch nicht gewesen. Nee. Na komm, wir müssen glaube ich echt durch die Gegend laufen. Überall ist ah, ich hab einen. Ich hab einen. Oh, und Gadget. Okay. It's secure. Mir kommt's gerade zuvor, weil hier so viel los ist auf dem Screen, gehen meine Frames ein bisschen in den Keller. Soll ich aussteigen? Die sind schon lange weg. Wie merkst du das denn nicht? War doch am Handy. Ah, cool. Ja, schön, wie ernst du das hier alles nimmst. Na, wenn ich aber Beifahrer bin, kann ich kein Leben. Kommentar mehr dazu. Nee, aber echt mal. Ist der Dubstep da drin, ey. Ah.
Ich war im Park schon, also eigentlich dürfte da nichts mehr sein, glaube ich. Noch ein Munipack. Wo ist denn die eine Ziege von... Ah, ich hab eine. Die war seit ihr in so einem Gang einfach vor einem Gebäude. Bei mir wäre die auch random auf der Straße. Hab jetzt 9 oder 10? 9. 9. Aua. Gab's der Bimbranken-Glanzformel hier in dem Laden vielleicht? Checkerbrillen, irgendwelche Hüte, mehr Hüte, Trash, Brillen, nein. Hier kann man nichts aufheben, wäre jetzt schön gewesen. Oh. Oh, als ob die zu ist, ach komm. Ja, da war jetzt so eine Hintertür, ich hab gedacht, sie aufmachen, aber nö, wäre jetzt schon gewesen. Ah, ich kann hier hochlaufen, das muss doch sein. Das muss doch hier dann sein, wenn man hier extra hochlaufen kann. Oder liege ich hier falsch? Parkour. Dennis am Boden. Ah, hier ist ein Seilrutsche. Cool. Ein Cello. Wofür ist hier eine Seilrutsche? Man kann das Auto auch reparieren. Hä, warum? Kann ich hier hoch? Warum ist hier eine Seilrutsche? Fragen über Fragen, ey. Hey Daniel, meinst du ein Gebäude? Nee, vor dem Gebäude. Hä? Es muss noch einen Grund für geben, warum das hier ist. Ich sehe auch nichts, ne? Ich komme nicht weiter. Komisch, ne? Ja, zu viele Gegner! Ja, dann versteck dich! Und keine Muni! Dann lege ich dir gleich eine. Komm mal. Bernie, warte mal. Aua. Das in Deckung geht. Dein Pferd. Ich fahr nicht. Ich stehe neben dir. Nein, du hast mir gerade. Ja, bei mir stehst du, bei mir schiebst du auch eine Luft und eine Fahranimation. Aber so. Hier bin ich raufgelaufen, aber hier ist halt einfach nichts. Im Laden ist nichts. Kannst auch gerne mal da hochkommen. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe eigentlich nichts. Ich glaube, da steht wieder random auf der Straße irgendwo rum, wo wir aber vollgas vorbeigefahren sind. Ich laufe da ein bisschen durch die Gegend und guck mal. Aua. Fashion-Geschäft? Das ist echt, ja, ist halt riesig und unübersichtlich und ist auch scheiße. Ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum Leute sagen, sie hassen diese Mission. Das ist der Grund, weil die groß und offen ist und man sich nirgends verstecken kann und man die ganze Zeit suchen muss. Oh, wir haben einen Captain, scheiße, ey. Ja, in Szene, Mark. Ich kann die R-Drücke, aber ich die Seilrutsche nicht benutzen kann. Danke für die Arzttasche. Oh, danke. Aua. Das ist beschissen hier, ey. Hier ist ein ATM, der bringt mir halt absolut nichts. Aua. Na, ich komm mal zu dir. In dem Laden war ich aber eigentlich schon. Die Hintertür kannst du vergessen, die wo hinter dir ist. Da war ich guck, da ging nix. Ja, geht auch nichts, aber du konntest hier noch die Kassen plündern. Wenn ist also nicht recht. Ja, das ist auch alleine irgendwo, also. Ich suche gerade eine Ziege. Ja, laufen wir gemeinsam rum, das ist wirklich einfach nix. Einsteigen? Ja, ich bin schon drin. Ah,
grenzenhaft. Ja, doch nicht. Da war die schon seit paar Sekunden auf Null, deswegen da war mir klar, wird gerade wieder geholt. Na stimmt, können wir den mit dem Auto überfahren? Und dann wissen, wo er ist. Ja. Dann können wir die alle überfahren, das wäre sogar einfach. Das Auto ist aber schon wieder ein bisschen Damage. Ja, können wir natürlich. Ah, da liegt die, ich hab sie, warte mal, ich hab das. Ja, ja, du hast, da ist beim Captain liegt sie. Oh oh. Ignoriere mich! Feuer, oh nein, ich hab die Ziege geworfen! Ich hab keine Granaten mehr, dann vergiss es. Oh. Egal, gehen wir bei Benny, komm her, wo immer du auch bist. Du gleich. Ja, rest in peace, Juice. Tue ich dich mit dem Auto? Oh! Verarschen. Das ist nicht so gut. Ich komm mit. Das ist halt direkt neben dem Captain. Nee, ihr müsst es reparieren. Das Auto muss repariert werden. Oh, ich bin drin, los, fahrt! Na, es muss repariert werden, Danny! Hab schon! Ich hatte es, glaube ich, schon repariert quasi, deswegen. Ja, viel Spaß beim Reinfahren. Ja, alles gut. So, meine Güte. Ja, das ist schon ein Quatsch, ey. Das ist schon scheiße, ey. 4-1-10 immer. Oh. Und 2-0 Belgien. Auf Level 94. Bald Level 100. Ja. Das ist für mich. This is where the fun begins. Ja, definitiv. So, jetzt kommen wir zum Schwedentag. Aber das hast du auch nicht oft, dass die Map so groß ist, dass es laggt so ein bisschen. Ach komm, dann nehme ich mal das dick, ganz dicke Geschütz mit. Aber ich glaube, meine Kommando sollte ich vielleicht mal ablegen. Wobei. Na nee. Ich glaube, ich probiere es mal mit meiner Kommando. Hör mal mein Dickkiss raus. Wie bitte? Lustig. Ja, probier mal, ne, Copa? Ja, können wir mal. You guys help me get the goats in here. Sure. Schön, dass das Kokas in den Ziegen, aber die leben noch. Ja. I used to work as a customs officer at Mariupol. Snap the gloves on. Ich muss den nehmen. Snap the gloves. The fucking Hondurans found us. How did they follow us? Da verschießt sie den Mülleimer. Okay. Na, geht direkt wieder los. Ah, der ist auch kein Cover, Mann. Boah, doch, die fahren hier ja Heuhaufen. Da kann man sie aber nicht richtig hier verstecken, bis auf einen oder so, weil die meisten an der Wand sind. Der soll fahren. Hey, schau mal, der eine Typ war, ist zwar ein Müllhammer, aber der hatte schön Maske, Handschuhe, schön Desinfektionsmittel. Wir haben eine Ziege. Ja, wir haben sehr viele Ziegen. Wir haben 10, glaube ich. Wir haben eine Ziege im Rücken. Ja. Warte mal. Hier, nimm mal. Bleh. Na, das ist schön weggeklatscht. Nur mit dem Rektor. Ja, stimmt. Die Gold Simulator Rektors, ja. Oh, hier, irgendwo sind Planks. Wo sind die Planks? Nicht hier. Ich glaube, hier könnte es dagegen irgendwas machen. Komm, kann ich hier mal zwei Beine aufstellen? Hm.
Wo sind die Plans? Außerhalb bestimmt. Hier drin sind keine, glaube ich. Ja, wo draußen? Ich zieh doch gar keinen Sinn, wenn wir irgendwo draußen sind. Bullen kommt. Oh, ich hab getasert. Ah! Hä, hey, das geht doch gerade. Verarsch mich nicht. Ach, danke. Ah. Ja, ich kann auch gewinnen. Oh, nein, nicht nachladen. Nicht nachladen. Danke. Danny, was für eine Erkenntnis hast du denn gerade gehabt? 60 seconds, aka 1 minute. Wow. Okay. Catch this! Be there in under a minute. Was ist mit dem LMG, wo ich diesen Kim und Pot ziehen kann? We got a helicopter inbound. Hands up! Surrender, asshole! So, habe ich den Wichser mal getasert und du bist jetzt mein Unterfahrt. Aua! So. Oh, da kommt Bulldozer. Oh Gott. Gut, dass ich ein Bullet Hole hab. Oh Gott, Jungs, wir müssen jetzt alle raus. Wir brauchen drei. Wir müssen die Kirby aufbauen. Genau wie bei der Go Bank. Sensei. Natürlich. Au, 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 au. Natürlich bin ich wieder der Kugelfänger von Hameln. Wohin? Du hast eine Markierung auf der Map. Angezeigt, ey, ohne Spaß, mein Digga. Ich glaube, der ist hinter der Scheune. Weißt du, ich hab den Witz, man brauchst neue Brille. Du hast jetzt neue Brille, bist trotzdem blind. Also, du brauchst neue Brille. Ja, aber ich hab noch nicht, ich weiß nicht wohin, ich hab die Map noch nicht gesehen. Ja, ich hab die Map auch noch nie gesehen vorher. Ich weiß trotzdem sofort, wo ich hin muss. Weil ich Auge im Kopf hab, sehe ich gerade, das ist das Zeichen, in die Richtung muss ich gehen. Also, das ist wirklich echt keine Herausforderung. Das Problem ist nicht eher, wo ich hin muss, sondern eher, dass hier 300.000 Leute rumrennen. So. Oh. Okay. Dann holen wir uns mal die Ziegen ab. Du kannst es von Giro abnehmen, weil sonst die KI immer so arschlangsam. Schmeiß ich schon mal alle weiter, ja. Das ist gemäh, what the hell? Mäh. Gut, zum Glück ist mein LMG so krass, dass die einfach alle Dinge. Ah, hier, Jungs, ich schmeiß das hier durch die Fenster. Zu euch direkt. Ich hab, das ist ein guter Spot. Und der Go Simulator Director wurde ein sehr schönes Spiel hier reingebaut. Ja. Indeed. Liegt. Na, okay. Jeet. Gut, das sollten alle Ziegen gewesen sein. Wenn ihr alle in den Berg gemacht habt, dann könnt ihr den Berg aussteigen. Alle? Okay, dann mach ich mal Ballon hoch. Wenn ihr das auch dann reingelegt, ne? Ja. Okay, das sind alle weg. Ich sehe auch keinen mehr auf der Map, oder? Nee.
Ja. Nur, dass hier so 300.000 Leute kommen. Ah. Mal nachladen mit dem LMG, das dauert zum Glück nicht so lange. Cheat, mach das ein Lollet. Oh, du Hure! Du miese Hure! Hier mein Lieblingsthema, Cloaker. Wir haben sich doch helfen. So. Oh. Du hast siehst es auf der Map. Es wird grün markiert. Erst gucken, dann fragen. Erst fragen, dann gucken. Ey, Litchi, du hast recht, Daniel. Es ist wirklich 2 Sekunden, nachdem ich es gedauert habe, wo du ja wusstest. Also, wenn du es wirklich nicht findest, dann kannst du es fragen, nachdem ich umgeguckt hast. Ah, ich liebe das LMG. Es ist so bescheuert. Es blurrt so schön raus. Komm. 2 Minuten bald rum. Ah, nur nicht ganz. Dreibein kann ich hier leider nicht gut, oder Zweibein kann ich leider nicht gut aufstellen hier. Kann ich von überall kommen, das ist ein bisschen blöd. Oh nee. Autsch. Ich kann dir gar nicht helfen, ich muss jetzt auf den Bulldozer verpassen. Davon wäre die KI. Oder mich. KI, beim Namen. Na gut, dass du dich KI nennst, sehr schön. Ja, und hier, da hat es ja Finnland gerade 2-0 verliert und Dänemark 4-1 gewinnt, kommt Dänemark auch. Alle Dänemark kommt weiter direkt. Nice. Obwohl du die erste Reihen oder was? Ja, typisch. Oh Gott. Das ist lustig, obwohl sie die ersten beiden Spiele verloren haben, kommen sie weiter direkt. Das ist auch interessant, oder? Das könnte sogar für mein Tippspiel, für meine Tipprunde gut sein. Marco, du die letzte 16, du Zyklus? Weil ich beide Dänemark als auch Belgien in die nächste Runde tippt hab. Ja. Das war auch knapp, dein. Ja, ist ja geil, meine Freunde. Dieser Helm hier runterrollt, lol. So ein Magnet, muss man dir schon lassen. Hat der angekündigt, weil er längst kommt? Nee. Hä? Der hat gefragt, ob der gesagt hat, ob er nochmal dran kommt und so aus. Nein, das kündigt er nicht an, ab jetzt kommt er einfach so random. Und? Yes! Hat ihn. So, run Leute! Zum Auto! Let's go, follow. Warte kurz, ich muss nachladen. So, okay, let's go. Ab in den LKW. Warte auf mich, ich bin gleich da. Ja, ich kann auch. Oh, ich kann nicht rausfahren. Let's go. So lustig. So, let's go. Eine schöne Driving-Session. Mhm. Oh Gott, 200 Meter fahren mit dieser Fahrphysik? Oh nee. Das ist doch nice. Ein Füllgrad. Oh Gott, ist die Valentin so ein Fuck. Oh, 300 Meter. Schaffst du schon. Hui. Also, ich bin zum Glück der Fahrer. Leckelt so ein bisschen rum gerade. Ja. Boah, da. Sieht lustig aus, wenn du ein bisschen mit dir am Lecken ist. Im Weg fahren. Du würdest jetzt trotzdem den Weg offen lassen, finde ich nett. Ja. Oh Mann, raussteigen, Jungs. Ich geh schon. Was? Warum ist jetzt hier mitten in der Polizeisperre ein Zivilist? Würde ich verarschen. Okay, eventuell brauche ich eure Hilfe beim Decken. Aua, 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 aua. Okay, ich werde überall abgeschossen. Es ist viel zu offen hier. Alter. Aber ich will nur den Bohrer ansetzen, so.
Ich geh da rein, da drin ist sicher. Man kann man nicht. Nein, dann ist die zu. Ne? Mann. Fan Fancy View, oder? Rein, aber ich kann ihn verbessern. Alter, diese Mission ist überall offen. Hier ist nur noch 70 Sekunden. Aber du kannst dich hier tarnen. Hier, Daniel, komm her. Wo bist du? Einfach hier stehen bleiben, weißt du? Ja, hier ist so ein. Ich wechsle auch ab und zu mal hier hinten, also es geht schon. Na, ich mach das, Jungs. Ich hab zum Glück die Fähigkeit, wenn ich interagiere, dann 53 Sekunden, dann lege ich weniger Schaden. Ich hab's mal in den Schützer rausgeholt, waren da viele da. Ein Sniper. Ob ich den mit meinem, ob ich den mit Suppressed Hipfire Shots treffe. Ah! Ah! Ist mir angeschossen. Jetzt aber. Das ist das Problem, wenn du einen Raketenwerfer dabei hast. Den kannst du halt nicht immer nutzen. Den ist einfach so Ernstfälle da, sonst ist der easy leer. Ja, deswegen. Bulldozer drin. Hab ihn. Der nächste Dose. Ich gehe rein. Muss nachladen. So. Lass mal reingucken. Ah, okay, wir müssen drauf drücken. Okay, alles klar. Regelt sich jetzt langsam? Ja. Das kommt jetzt langsam hoch. Ah, oh, getasert. Ah, getasert. Ah. Ja, ich bin doch da. Danny, bitte, es macht noch keinen Sinn zum Auto zu gehen, wenn die Brie noch nicht da ist. Komm bitte wieder zurück. Wegen dem habe ich zwei LMG-Shots verschossen, Mann. Ich muss den Kopf immer noch drücken, ab und zu, deswegen wird noch eine Weile dauern. Ich bleib da, ja, einfach, Danny, ich bleib da einfach drin. Okay, ich will. Ja, man muss drin bleiben, weil die Cops hier für den Kampf ausschalten anscheinend. Ja, aber das habe ich schon gehört. Das hat selbst nur in dieser Mission hast du Cover. Das ist halt echt scheiße. Oder so drin? Danny draußen, aber. Danny draußen liegt Held. Ah, hier ist ein Gatchbug hier zwischen den ganzen Leichen. Hat man halt von einem kommen sehen. Ja, hab's. Sag ja, das ist ganz kaputt. Ne? Ah, okay, es hat sich gleich rumgedreht. Aber das okay, ist gut, Jungs. Nee, egal, jetzt einfach zum Auto. Ich fahr wieder. Ah, ich wurde getasert. Ich wurde. Ach, jetzt aus. So, sag Bescheid. Bitte. Daniel? Fahr. Ah, ich muss die Kontrolle. Warte mal. Ich muss noch. Ich muss die Steuerung übernehmen. Ich muss die Brücke nochmal machen. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich geh, mach das schon. Jetzt kommen wir. Ja, gut, dass ihr gewartet habt. Mit meiner Aufhelfe. Ja, sonst könnte ich halt fahren und kannst auch noch Zeit schon wegnehmen. So, einer da? Ja. Ja. Oh nein, hier sind wir mit Punktladung. Oh, wuhuuu! First try! So. Warst du das? Ja. Du bist entkommen. Das sieht's doch Overkill. Auf der Fusch am besten. Congratulations, dear friend! Das freut sich sehr.
Und der Benny, wie ist mein? Also hat genau eine Stunde gedauert, alles ganze ja. Für Elefants. Gut, damit haben wir einen doch, seien wir ehrlich, sehr meh heißt hinter uns. Man sieht sich beim anderen Mal, bye bye. Ciao. Genau. Ciao.